Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem visuellen Guide zu Deltametrie 3.0 Raid Content aus dem Patch 4.01 in Final Fantasy 14 Stormlord. Der Boss hier ist wieder einmal gut gelungen. Es ist so, dass dieser Guide als Live-Guide aufgebaut ist. Das heißt, ihr seht den Kampf in 1:1. Ich werde ihm kommentieren und wer ebenso Stellen, die wichtig sind, einfach in Zeitlupe abspielen und euch die ganzen Mechaniken erklären. Ilf-Level-Voraussetzung ist 295, um an dem Kampf teilnehmen zu können. Um den Kampf zu erleichtern, haben wir hier zwei Punkte markiert, A und B. Ich nenne sie mittlerweile die Keshiro-Schade, das heißt, ihr werdet sehen im späteren Verlauf, warum wir diese A und B benötigen, aber es vereinfacht den Kampf immens. Gleich zu Beginn geht's rasant los, und zwar der Boss castet Quark. Hier muss man ganz genau gucken, dass man nicht davor steht. Es kommt eigentlich instant sofort nach dem Beginn, und so wie hier dreht sie dann auch so um, dass man es nicht wirklich sieht. Im letzten Moment, wenn man drinnen steht, wird man zum Frosch verwandelt, so wie es mir hier passiert ist. Das heißt, zu Beginn eigentlich komplett ran und weg vom Boss, gucken wo vorne ist. Er wird ebenso dann noch sein Blitz casten, dahinter noch Megaklinge Sanctus, ihr seht also, das geht nach der Reihe los. Bei Megaklinge Sanctus Schadensteilung und zwei Spieler werden mit Marks markiert. Marks raustragen, Schadenteilung in der Mitte treffen. Danach sofort ein Eisker hier weg vom Boss und Feuger hinten nach hier Safe Spot in der Mitte oder ganz außen. Als nächster Cast kommt der Todesspielstein. Der kommt auch im Laufe des Spiels natürlich immer wieder. Hier, das ist echt wieder. Ja, Movement gefragt. Ihr müsst gucken, wir haben diese vier jetzt am besten in der Mitte treffen. Deswegen zu A. Der Boss wird sich in eine Richtung drehen und ihr lauft einfach durch den Boss durch. So ist am simpelsten. Deswegen hier auch schon mal A und B. Spielfeld ist ein Move, der mir besonders gut gefällt. Wir sehen hier für Tanks, Heiler und DD. Müssen jedoch dann in weiterer Folge aufpassen, dass wir dann auch nicht vor dem Boss stehen. Das kommt aber erst in einer späteren Phase. Jedoch hier seht, ihr müsst euch richtig hineinstellen, somit jo, passiert euch einmal nichts. Sie wird Neuaufstellung casten, das Spielfeld wird sich verwandeln. Die hellblauen sind Safe Spot. Das heißt, hier müssen wir gucken, dass wir drinnen stehen, denn sie castet Tanz der Königin und wie wir sehen, ja, rundherum Schaden, obwohl es auch natürlich innen noch Schaden gibt. Das heißt, bleibt schon auf den hellblauen Spielfeldern stehen. Es wird erneut Spielsteinkasten, hier taucht ein Ad auf, das Ad weg von der Gruppe tanken, das heißt der Off-Tank tankt hinter dem Main-Tank, wie man hier sieht, denn jo, der Boss macht weiter mit Tanz der Königin, macht somit rundherum diese Felder eben wieder kaputt und so weiter. Hier wirklich gefragt, aufpassen, konzentrieren die ganze Zeit, ebenso Eisgar hinten auch und wieder Feuger hinten auch, das heißt diese Moves von Anfang macht sie gleich wieder hinten auch. Blitzgar erneut. Hier, wirklich nichts für Bewegungsfaule dieser Kampf. Geisteslenkung links. Das heißt, wir werden uns in die Richtung bewegen, der uns anzeigt. In dem Fall nach links, was mir hier ja, passiert ist, ich bin dann hinausgelaufen. Hier muss man gucken, dass man sofort wieder in die blauen Felder hineinläuft. Das heißt, entweder links, vorne, zurück, rechts. Ihr müsst hier echt gucken, was ihr macht. Sie wird weiter Quark casten, vor ihr also weg, wieder Todesspielstein. Also hier der Boss macht eine Sache nach der anderen, wieder den Megaklingen Sanctus, das heißt Markierungen verteilen, raus von den AEs, also hier wirklich eine Phase, Wahnsinn was der Boss hier alles raus hat, Tanz der Königin, wieder Retour auf die hellblauen Felder, sehr heiler intensiv generell der Kampf. Es ist ja so, dass der Boss ein Hard Enrage hat, das heißt, wenn zu wenig Schaden ist, dann, jo, wipen wir am Ende. Jetzt Phase 2, das ist so eine Entspannungsphase, sie wird uns in einen Ätherspalt hineinziehen. Hier könnt ihr echt ein bisschen relaxen. Nicht schlecht, was sie hier eingebaut haben, denn, wie gesagt, der Kampf bis jetzt, man kommt halt wirklich nicht zur Ruhe. Hier echt nett gemacht, ihr müsst den richtigen Weg zum Ausgang suchen. Wenn ihr den Ausgang gefunden habt, ein kleiner Tipp, der erste, der dort ist, nicht sofort reinspringen, denn wenn er weiter geht, wieder zurück zum Boss, ja, dann läuft schon der Timer dort ab, das heißt,
Am besten warten, bis die komplette Gruppe wieder bei diesem Ätherspalt ist und dann gemeinsam durch diesen Ätherspalt durch. Wenn wir zurück sind, ja, der Boss relativ gechillt, beschwert sich, ja, dass er keinen Kaffee mehr hat, die Tasse ist noch halb voll. Also, ja, wenn wir zu schnell sind, dann halb voll, wenn wir zu langsam sind, dann ist sie fertig mit ihrem Kaffee. Weiter geht's mit Neuaufstellung, das heißt, das Spielfeld wandelt sich wieder zurück und jetzt kommt eigentlich die heiße Phase. Jetzt geht's so richtig los, denn sie fängt an wieder mit den Positionen, aber jetzt Quark, das heißt hier, man sieht es ganz schlecht, gucken, wo vorne ist. Ich habe es echt nicht gesehen, also ich bin stehen geblieben, das heißt, ich werde in einen Frosch verwandelt und kann mich jetzt nicht korrekt positionieren, das heißt, ich stehe falsch in der Position. Es spielt auch keine Rolle, ob jedes Feld besetzt ist, es muss nur jeder zu seinem passenden Job stehen. Megaklinge Sanctus wieder, das heißt, wieder Spieler werden markiert, Schadensteilung, hier aufpassen und jetzt, in dem Fall, Keishiro schade. Wir stellen uns zu A, gucken zu B, damit alle richtig laufen. Denn ihr seht, wir laufen jetzt alle in die richtige Richtung, egal ob links, rechts, vorne oder hinten. Schadensteilung und sofort raus aus dem Blitzker. Das ist eben die Keishiro schade. Todesspielstein wird wieder kommen. Das heißt, jetzt packt sie wirklich alles aus, was wir schon in Phase 1 gefunden haben. Bis auf das, dass nur ein Feld frei bleibt. Hier die Tanks, bitte nicht mitten rein ins Feld. Bleibt am Rand stehen, damit der Boss außerhalb steht, damit wir noch einen freien Spot haben, eben für dieses Eiskar. Erneut kommen die Spielfelder und diesmal müssen wir Frosch sein. Das heißt, jetzt müssen wir, wenn Quark ist, denn sie dreht sich random irgendwo hin, genau davor stellen. Hier sieht man, wo eben diese Zunge, diese Lasche ist, beim Boss genau davor stellen, gucken, dass jeder eben zum Frosch wird, denn nur jetzt können wir uns korrekt positionieren, weil wir hier jetzt kein Frosch sind, es kommt darauf an, wie viel LP man hat, ob man stirbt oder nicht, sage ich ganz ehrlich dazu. Sie wird Dimensionswelle casten, das Schaden, der auf komplette Gruppe wirkt, eben wie gesagt sehr heilerintensiv, die Heiler da, ja, wenn ein Heiler tot ist, es ist dann fast schon ganz ganz schwierig hier Single zu healen in der jetzigen Phase. Hier kommt wieder alles zusammen, sie macht ihr Feuer, wir haben Schadensteilung, wir haben diese Flächen. Hier wirklich gucken, dass ihr euch gut positioniert, frei stehen eben, dass uns nicht wirklich zu viel Schaden hineinkommt. Sie wird erneut Dimensionswelle casten, wieder Schaden auf die komplette Gruppe. Sie packt halt wirklich jetzt alles aus, was von Anfang an macht. Der Kampf an sich, ja, konzentrieren. Es liegt wirklich nur an der Konzentration in der Phase. Hier sehen wir erneut, jetzt müssen wir uns richtig positionieren und vom Quark weg. Man sieht jetzt diese Lippe und hier habe ich noch reagiert, das heißt, ich laufe vom Boss seitlich nach hinten. Sie kann ihr Quark machen und dann positioniere ich mich wieder zurück. Also hier, das ist eigentlich dieser Knackpunkt da in diesem Spiel, dass man das richtig sieht. Das ist relativ schwierig, beziehungsweise wenn man zu viele Animationen hat, dann sieht man das wirklich sehr, sehr schlecht. Megaklinge Sanctus, das heißt hier, das wiederholt sich. Hier, jetzt erneut, langsam. Geisteslenkung links, das heißt positionieren auf A. Gucken zu B, manche haben es nicht geschafft, aber es reicht, es laufen ein Großteil mit. Wir bekommen jetzt die Schadensteilung, zack, und sofort hinauslaufen, sonst kriegen wir Paralyse. Ja, das sind jetzt so diese Mechaniken, die dieser Boss drauf hat. Es ist ganz schwer, das zu guiden. Ich hoffe, euch hilft es weiter, denn jo, es ist einfach nur Abfolge von Mechaniken. Es ist nichts anderes. Wenn man mal die Mechaniken drauf hat, dann ist es überhaupt kein Problem. Ich denke mal, auch mit Random-Gruppen wird es kein Problem sein, diesen Boss zu legen. Wir gucken uns noch den weiteren Kampf ein wenig an. Das heißt, wir haben hier dieses Quark richtig reinstellen. Gucken, dass die Positionen stimmen und so weiter. Das heißt, ab jetzt macht der Boss jo, das, was er uns schon gezeigt hat. Wie gesagt, der Boss hat auch einen Hard Damage. Das heißt, wenn ihr zu wenig Schaden auf den Boss habt, jo, dann wipet man nach einer bestimmten Zeit. Jo, und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann haben wir den Boss natürlich down. Loot gibt es natürlich wieder. Wochenloot, das heißt ein Teil pro Woche.
Ich hoffe, der Guide hilft einigen von euch weiter, auch wenn er relativ stressig ist. Somit, ich bedanke mich fürs Zugucken, würde mich um Kommentare und Daumen nach oben freuen. Somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurem Charles. Bis zum nächsten Mal.